macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's. Ja, ich bin, ich heiße Niklas Kuhlmann, ich komme aus Hettenroth, nee, der Oberstein. Mein Name ist Carsten Tiedig, mein Ingame-Name ist Alcafé. Ich spiele LOL jetzt schon seit Anfang Season 1 und spiele auch seit Ende Season 2 schon Midlane und bin seit 3 Jahren, ich glaube 3 oder 2 Jahren jetzt in der ESL aktiv, spiele schon länger. Habe auch ein paar Titel gewonnen, sage ich mal. Ich spiele League schon seit ungefähr Season 2, habe auch relativ früh angefangen, Toplane zu spielen. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, speziell irgendeine andere Rolle gespielt zu haben. Habe dann auch irgendwann angefangen, EPS zu spielen. Im Spring Split 2016 waren dann zum ersten Mal auf den Offline Finals. Seitdem spiele ich eigentlich weiter EPS und gucke eben, was dann da geht. Und macht auf jeden Fall Spaß. Der Spring Split 2016 war wirklich mein erster EPS-Split fast. Oder ich habe vorher mal einmal gesubbt bei dem anderen Team oder so. Aber als wir dann da, wir haben gespielt und gespielt und kamen dann ganz knapp Top 8. Mit einem Unentschieden, glaube ich, sogar fast. Und dann wurde das noch irgendwie festgelegt, ich weiß nicht mehr genau. Und dann kamen aber die Playoffs. Und wir haben auch da dann knapp gewonnen. Und wirklich der Moment, wo wir realisiert haben, okay, ich hatte das vorher nie auf dem Schirm, dass man da wirklich offline irgendwo hinfahren könnte und dann spielen könnte da. Und aber der Moment, wo man realisiert hat, dass man jetzt offline dahin fährt und dann auf der Bühne spielen wird, das war schon ziemlich cool. Das denke ich wirklich als coolste Moment in Erinnerung. Für mich meine beste Erinnerung im E-Sports bisher ist, war auf der Gamescom letzten Jahr. Da habe ich mit Linecast gespielt und wir haben den Dr. Pepper Cup gewonnen damals. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin auch super klar gekommen mit allen meinen Teammates. Wir hatten viel Spaß und war einfach super. Das erste bekannte Team, bei dem ich war, war Euronics Gaming. Da war ich beim ersten Lineup, das sie damals hatten, dabei. Ja, und ansonsten Namen, die man noch kennt, das Mysterious Monkeys, die jetzt auch einen LCS-Bot gekauft haben, war ich auch 2-mal jetzt. Und ja, mit LC Pornwin, Linecast unter anderem, ja. Und nachdem ich bei Pornwin war, das war im Sommer letzten Jahr, habe ich mehr oder weniger eine kleine Pause gemacht. Und ja, fange jetzt sozusagen wieder an. Mein persönliches Ziel ist es immer, Top 4 zu werden, weil ich denke, wenn man EPS spielt, dann will man auch auf die Finals kommen. Das ist so das Haupterlebnis, sage ich mal. Das macht doch immer richtig Spaß, da zu spielen. Und man trifft viele Leute aus der Szene. Also das ist wirklich das, was man eigentlich, finde ich, immer erreichen möchte. Es wird relativ schwer, sage ich mal. Es gibt wirklich viele gute Teams diesmal. Und ja, aber wir geben halt unser Bestes und ich glaube, wenn wir uns wirklich anstrengen und wirklich viel improven, dann können wir das schaffen. Ja, ich kann Carsten eigentlich nur zustimmen. Also wir haben bis jetzt relativ wenig gepracticed, auch weil das vor dem Split so relativ kurzfristig zustande kam. Aber wenn sich da jeder reinhängt und wir wirklich alles geben, denke ich, sind die Offline-Finals realistisch. Wenn man, es gibt wirklich viele gute Teams, aber man wird sehen, was sich machen lässt. Beim ersten Spiel des Splits war es eben so, dass wir jetzt erstmal wirklich, wie gesagt, extrem wenig Erfahrung haben. Deswegen war unsere größte Sorge auch wirklich, okay, wir spielen jetzt das erste entscheidende Spiel, wir haben vorhin gescrimmt. Also war es egal, wenn man mal wirklich einen schlechten Tag hatte oder so, aber jetzt musste man halt, wäre halt schon blöd, wenn man jetzt wirklich das erste Spiel direkt verliert. Deswegen haben wir eigentlich die meiste Zeit daran investiert, wirklich zu sagen, okay, wir spielen das Spiel sicher runter, gehen kein Risiko ein, wir wollen uns dann nicht irgendwie verhaspeln, weil wir spielen noch nicht so lange zusammen, da könnte was passieren, wir machen es einfach safe und dann wird es schon funktionieren. Und das hat es ja auch im Endeffekt dann. In der nächsten Woche, in der Woche 2, spielen wir gegen Lausanne eSports. Das ist mehr oder weniger ein Schweizer Rivale, ein anderes Schweizer Team. Und ja, ich hoffe, dass wir beweisen können, dass wir besser sind und das bessere Schweizer Team sind. Und ja, ich bin auch zuversichtlich, dass wir das Spiel gewinnen können. Ich denke, dass wir erstmal jetzt wirklich vermehrt anfangen zu scrimmen, dass wir langsam mal reinkommen. Es ist immer noch so in der Phase, also zumindest ich hatte ein Problem, noch sogar manche Stimmen im ersten Moment zu unterscheiden, dass man wirklich in das Shotcalling reinkommt. Einfach in das Team zusammenspielt, daran muss noch gearbeitet werden. Und wenn wir dann daran wirklich vermehrt arbeiten, dass das Team in einem zusammenspielt, wird das, denke ich, nächste Woche auch durchaus funktionieren.